hört sich aber so ein Herzschrittmacher, der gerade seinen Geist aufgibt. Das war die neue Single der Gruppe Farm. Don't You Want Me Baby. Wenn mich nicht alles täuscht, dann war das mal ein Hit für Human League. Aber wer weiß das schon noch nach all diesen Jahren? Schon gehört. Habt ihr schon gehört, wie lang das längste Auto der Welt ist? Es ist 18,5 Meter lang. Es heißt American Dream, ist eine Cadillac-Limousine, hat 16 Räder, ein Swimmingpool, Badewanne, Bar, Spielautomat, drei Farbfernseher, Mikrowellenherd, ausfahrbare Satellitenantenne, Autotelefon und ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Haha. Und das Klo haben sie vergessen. Wir kennen die Amis, es ist immer dasselbe. Und wenn er um die Ecke biegt, dann... Oh shit! Die Amis haben alle in der Birne. Oh, viele Zuschriften letzte Woche gekriegt. Amy, bitte mach doch das Rätsel mit diesem vernudelten Hit, der falsch ist. Also wo hinten was fehlt oder der Mittelteil rausgeschnitten ist, nicht immer so schwer. Wir haben keine Chance, wir möchten auch mal gewinnen. Gut. Habe ich mich überreden lassen. Ich habe mir eigentlich lange überlegt, ob ich nicht einen Hit komplett rückwärts laufen soll, lassen soll, 3 Minuten. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Gabi lacht. Willst du es auch rauskriegen, hä? Aber ich mache es heute so einfach. Ich bin richtig mit dem Lötkolben dran. Also, wer es jetzt nicht erkennt, der hat entweder keine Lust oder er kann nicht. So, das war das, was ich sagen musste. Und jetzt schalten wir unter der Rubrik bitte schneiden um ins Studio 49,5. Willy Brandt schließlich wurde mit, ich wiederhole, Willy Brandt schließlich wurde mit der, ich muss noch mal wiederholen, Willy Brandt schließlich wurde mit dem Dresden, mein Gott, es wird schwierig, bitte schneiden, Willy Brandt schließlich wurde mit dem Dristbesten, ne? Das ist schwierig. CC Top, was würde ich drum geben? Teil meiner Genitalien, wenn es sein muss, wenn ich die einmal sehen könnte. CC Top. Gabi lacht schon wieder. Guck mal, das war ein Liedchen für Leila. Sie wohnt in Overath, wird heute 15 Jahre alt, hat Geburtstag und wird von Ines gegrüßt. Ist auch 15 Jahre. Ich glaube, die Frauen dieser Show werden immer älter. Findest du nicht auch, Gabi? Richtig alte Frauen habe ich hier. Man glaubt es nicht. So, das war da. Ach ja, die ersten 3 Takte habe ich hier weggelassen. Bum, 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 bum. Das war aber trotzdem ein ganz astreiner Hit. Ja? Wir müssen natürlich nicht sagen, ne? Unsere Freunde kommt noch, die Frauenplätze. Nur Geduld. Die LB-Radio-Show, ob im Auto oder auf dem Klo. Jeden Sonntag zieh ich sie mir rein. Und gewinne ich, dann hab ich endlich Schwein. Jerry Rafferty, Hollywood, wollen wir nicht alle hin? Thomas Gottschalk, der ist schon da. Ich war noch nie da. Aber was nicht ist, kann auch nicht mehr werden, finde ich. Habt ihr gewusst, dass vor 50 Jahren alliierte Truppen in Marokko und Algerien gelandet sind? Bomben hat's gemacht und dann haben wir einen Krieg verloren. Oh, und vor 97 Jahren hat deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckt. Hätte er Eierkopf geheißen, wären es die Eierkopfstrahlen. Der liebe Gott richtet das schon immer ordentlich ein. Die Amerikaner konnten, Hollywood die konnten Röntgen nicht aussprechen. Röntgenstrahlen. Deswegen heißt das in Amerika X-Rays. Und jetzt die Show mit Preisen. 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 Jawohl, die Show mit 30. Und wir haben ein einfaches Rätsel genommen. Es ist ein Oldie und ein sehr gut aussehender junger Mann, sieht so ähnlich aus wie ich. Und er ist nur etwas talentierter und wahrscheinlich auch 150 Millionen Mal reicher. Wir haben so, ich weiß nicht, wo wir es hatten. Ich glaube, ich habe es in die Wäschetrommel gesteckt und dann so bei 1500 Umdrehungen ungefähr. Und dann werdet ihr das hören. Südwestfunk Baden-Baden, bitte bleiben Sie am Apparat. Aber verzagt nicht. Irgendwann gehen wir dran. Und hier ist Michael Bolton und To Love Somebody.